Willkommen zurück zum Adoptionsdonnerstag, heute in Porreres. Es freut mich ganz besonders, dass nun endlich dem Aufruf nachgekommen wird, dass wir gerne jedem helfen. Deswegen sind wir heute einmal in Porreres und werden hier euch verschiedene Hunde vorstellen, die aus einer privaten Auffangstation sind und die jetzt natürlich auch auf der Suche sind nach einem guten und neuen Zuhause. Super. Sabine, erstens danke, dass wir heute da sein dürfen und wir helfen dir natürlich gerne. Gerne. Du hast uns jemanden mitgebracht. Wer ist das? Das ist Benny. Benny ist circa 2 Jahre alt. Okay. Benny habe ich vor circa 5 Monaten aus dem Naturapark geholt. Er ist abgegeben worden, beziehungsweise er ist an einem Supermarkt angekettet worden und die Besitzer haben ihn dann einfach stehen lassen. Okay. Ja, was kann ich zu Benny sagen? Benny ist ein sehr aktiver Hund. Benny braucht extrem viel Aufmerksamkeit. Das ist eigentlich auch das Problem für mich im Moment in meinem Rudel, weil ich so viele Hunde habe, kann ich mich nicht so um ihn kümmern, wie es notwendig wäre. Und somit suche ich jetzt jemanden, der ihm die Aufmerksamkeit geben kann, die er wirklich benötigt. Okay. Wie sieht's aus? Du hast schon gesagt, alle Hunde sind gechippt, genau, geimpft. Also er ist gesund. Wie sieht's aus mit Mittelmeerkrankheiten? Er hat gar nichts. Also er ist wirklich pudelgesund. Ich habe ihn also auf alles checken lassen. Es geht ihm super. Das, was man da sieht am Narben, das ist einfach nur ein Biss von einem meiner Hunde. Aber ansonsten ist er, wie gesagt, super gesund, kastriert, er hat gar nichts. Ja, er braucht eigentlich nur eine liebe Familie, die sich um ihn kümmern kann. Und ja, er kann auch ohne Leine gehen, wenn man mit ihm spazieren geht. Er hört, wenn nicht unbedingt viele andere Hunde dabei sind. Okay. Da braucht man sicherlich noch ein bisschen Hilfe. Ja, aber ansonsten lieb, hört, die normalen Kommandos beherrscht er auch. Wie man jetzt gerade auch sieht, er ist ein bisschen obsessiv, was Bälle oder Steine oder solche Dinge anbelangt. Da spielt er extrem gerne mit. Ja. Das kann er auch ohne Ende. Also da hat er wirklich Zeit, Lust und Energie bis zum Abwinken. Also ich kann im Großen und Ganzen das, was Sabine gerade gesagt hat, zu 100% wirklich unterschreiben. Es ist definitiv ein aktiver Hund und es ist ein Hund, das haben wir vorhin, als wir gekommen sind, sehr, sehr schön sehen können. Er braucht Regeln, er braucht Grenzen. Er muss einfach an dem Punkt noch ein bisschen im Gehorsam gearbeitet werden, ja. Was aber gerade bei der Größenordnung nicht unbedingt das Thema ist und vor allen Dingen, er ist noch so jung, er kann noch alles lernen. Du hast eben den Biss angesprochen. Ja. Wenn ein Hund gebissen wird, heißt das nicht immer, dass ein anderer Hund aggressiv war, sondern dann liegt es einfach daran, und das hat er uns ganz am Anfang sehr schön gezeigt, ein hypernervöser Hund, der im Prinzip das komplette Rudel aufmischt und dann leider Gottes auch mal seine Fänge kriegt, was eine ganz natürliche Reaktion ist, ja, so ist es. Also nichts damit zu tun hat, dass du unachtsam warst oder nein, auch einer der in der Hunde aggressiv war. Der andere Hund hat ihm einfach nur gezeigt, so bis hier und nicht weiter, ich möchte nicht mehr. Genau. Das heißt, hier auf jeden Fall aktive Familie, gerne Radfahren, gerne joggen, gerne wandern gehen, was es auch immer sein mag. Die Obsession in ein strukturiertes, schönes Ballspielen umwandeln. Ja? Und dann kann das auf jeden Fall ein super Wegbegleiter werden, der mit Sicherheit auch die Bereitschaft hat, guck mal in die Kamera, nicht buddeln hier. Zeig mal, wie hübsch du bist. Ja? Guck mal, zeig mal, wie hübsch du bist. Der mit Sicherheit die Bereitschaft hat, ein treuer und loyaler Begleiter bis ans Lebensende zu werden. Total. Also er liebt die Menschen, er liebt sie wirklich total. Er ist also auch auf mich sehr, sehr eingestellt. Und egal was ist, er kommt dann zu mir, will gestreichelt werden, legt sich auch abends gerne mal vors Bett und ja, möchte dann seine Aufmerksamkeit haben. Also er ist wirklich ein ganz, ganz, ganz lieber Hund, muss man wirklich sagen. Also ich denke einfach nur, es ist ein aktiver Hund, der eben seine Aktivität benötigt. Man muss mit ihm arbeiten und dann ist er auch ausgeglichen. Aber klar, wenn er die Aufmerksamkeit nicht bekommt, dann will er Aufmerksamkeit provozieren und dann passieren eben solche Dinge. Ja. Nein, wir werden einfach unser Bestes tun. Wir schön. Und ihm zuliebe, also ich würde dass wir ein gutes Zuhause finden. Das wäre toll. Er hätte es verdient. So machen wir das und nicht anders. Super. Super. Danke dir.
Also ihr habt es selbst gehört, an dem Punkt, Benny mit ein bisschen Erziehung und einer schönen Aktivität kann es auf jeden Fall zu einem treuen Wegbegleiter werden. Helft uns, helft Sabine, meldet euch, wenn dieser Hund genau das Richtige für euch sein könnte. Und wir können mal wieder sagen, Parosimas for a happy dog. Und deswegen nutzt es, gebt uns ein Like, wenn es euch gefallen hat, oder abonniert den Kanal, um nie wieder einen Hund zu verpassen.